Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Lands of Arnhem. Wir sind wieder zurück. Sascha zappelt wie ein Fisch auf Wasser. Jo. Was? Aesthetic ist da, ganz ruhig und gelassen und sieht nicht aus wie sein Charakter. Stormblade. Ja. Ja. Hi. Und nicht zu vergessen, Rico. Und meine Wenigkeit. Ich zappel wie ein Fisch auf Wasser? Auf Wasser? Der macht Wasser gesagt? Ja! Ist ja ein. Ist ja vielleicht Fisch. Ein bisschen dumm. Oberflächenfische. Ja. Ja. Oberflächenfisch. Ein Wasserhüpfer. Nee, ein Erdfisch bist du. So. Ja, wir starten bei Rico, dass die auch mal was zu tun hat. Rico, wow. Du bist. Hä? Was? Was? Ihr seid, Rico, du bist dabei, hier Mist zu schaufeln. Da kommt der gute Herr, der dir diese Aufgabe gegeben hat, kommt vorbei und sagt so: Lady Amira, wie sieht's aus? Wir können die Sattel packen. Nein, wie nennt man das hier? Die Taschen packen und zurück ins Dorf. Ich habe dir den Karren vollgeladen. Ich habe ihr Pferd vorne an den Wagen gespannt und wir können in die Stadt fahren. Das Wetter sollte halten. Also von dem her können wir direkt losgehen. Okay, ja, dann. Na. Drücke ich ihm halt die Schaufel in die Hand, weil ich halt nicht weiß, wo ich die dabei hinter soll und gucke so an, so ja, du guckst welche Richtung, in welche Richtung ist der Wagen? Ja, ich hab's etwas eilig. Okay, ja, er sagt so, ja, einfach folgt meiner Stimme und läuft weg und macht piep, piep. Sorry. Und die Blätter springen so kopfschief. Ich lauf einfach nach. Bester Blindenführer ever. Ich wollte gerade sagen, Robert, falls du es nicht weißt, Rikus Charakter ist ja blind. Nehmen Sie doch an die Leine. Wow. Alles klar. Alter, die wären Freunde. Die wären Freunde. Alter. Der läuft halt so weg. Jede Folge beginnt irgendwie. Immer muss man dem Krüppel an die reindrücken, gell? Ich hab gar nichts. Du hast in der letzten Aufnahme hast du der fetten Barkellnerin auch einen reingedrückt, Rico. Nee. Was ist Airline Ru? Die Frau von Aesthetics Leben. Die können auch questrelevant. Ja. Relevant. Ja, auf jeden Fall. Ja, er piept sich halt was. So gut, ich hoffe, dass das nur ein bisschen war. Mit diesem Piep. Es gibt auch Arschlöcher, auch unter den NPCs. Piept der schneller, wenn er zu nah an die Wand kommt. Na, also, nur wenn die Wand rummacht, nur wenn Rico rückwärts läuft. Warm. Als ob es keine Leute gibt, die sich darüber lustig machen würden im Universum. Das ist doch voll cool. Das wird nicht besser. Also, Rico, super, dann kann immer nur zwei Schritte gehen, wenn er Beep sagt, dann ist er wieder still und dann kommt das Beep plötzlich von wo ganz anders. Hinter ihm. Auf jeden Fall, er biebt dich halt zum Wagen, das funktioniert relativ gut. Er hilft dir dann auf den Wagen drauf zu hocken und sagt so, sind Sie bereit, können wir loslegen? Auf jeden Fall. Okay, er setzt sich auf den Wagen, nimmt die Zügel in die Hand und du hörst halt, wie er hier so das Startgeräusch gibt. Und sagt, das Peitschgeräusch halt. Nee, er peitscht die Pferde nicht, der ist kein Pferdehasser. Peitscher. Nein, nee, dieses leichte Schnalzgeräusch, was man halt hört, wenn man die Zügel da so bewegt. Genau, Aesthetic, mach es nochmal. Perfekt. Genau das. Gut. Das war ganz schön ausgeholt, ne? Ja. Sachen, die Aesthetic gemacht hat. Und dann geht der wilde Ritt los. Und er sagt so, ja, erzählen Sie doch mal, warum, wer sind Sie eigentlich und warum sind Sie hier eigentlich hergekommen? Und währenddessen, du erzählst jetzt kurz, bin ich kurz gemutet, weil ich mir die Nase putzen will. Also erzähl eine Weile, bitte. Na gut, das ist alles eine sehr, sehr lange Geschichte, wovon ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Es ging ein ziemlicher Tumult zu und irgendwie doch kurz zu fassen, Problem ist, ihr habt es nicht wirklich vergessen, durch einen Zwischenfall mit dem Vater, glaube ich hieß der, bin ich bei irgendeiner Organisation gelandet, sage ich mal, bei einer kirchlichen Organisation oder was auch immer das war, sollte ein Buch von A nach B bringen. Wurde mir dann irgendwie entrissen und zerstört, wurde gefangen genommen und wurde dann wieder vom Vater gerettet. Dann gab es wieder einen Zwischenfall, ich musste wieder weg und naja, so bin ich hier gelandet. Das war jetzt die mega Kurzfassung des Ganzen, weil ich wirklich
einen Teil vergessen habe. Das heißt also, sie sind die ganze Zeit nur weggelaufen? Ja. Vor was? Gibt es irgendwas, was wir wissen sollten? Ich meine, sie heißen ja nicht umsonst Lady Amira. Ich meine, sie müssen ja irgendwie was hier was Höheres sein vom Stand her, wie wir armen Bauern. Was geht in der Welt der meine Reichen? Meine Eltern sind etwas aus höherem, sind zwar aus, wie ihr bereits sagt, aus höherem Hause, sage ich mal, aber ich war immer so mehr die Abenteuerlustige und auch zu meinen Kindheitstagen hat sich das eben auch mit meinen Augen zugetragen, deswegen sehe ich seit Kindheitstagen nichts mehr. Und ja, ich habe mich dann in einer Abenteurergruppe angeschlossen, in der Hoffnung, dass mal ein bisschen was Actionreiches passiert. Wir sind dann etwas ziemlich Düsterem auf die Spur gekommen, haben uns dann leider aus den Augen verloren. Und jetzt hoffe ich ja doch, die Gruppe irgendwann wiederzufinden in der großen Stadt. Wie nannte sich die Abenteurergruppe denn? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir hatten Fantastischen Vier. Ja, Abenteurergruppen haben immer einen coolen Namen. Sie gibt es sicherlich. Sie müssen einfach überlegen. Ansonsten geben sie ihm jetzt hier einen coolen Namen. Gott. Mein Name. Die Vollspacken wird es am besten treffen. Okay, also wahrscheinlich, die Vollspacken. Ja, gut. Also, weil sind wir bekannt als die Vollspacken. Kommt hin. Ja, es ist also. Die Heldensage. Weiß nicht. Eigentlich wollte ich es auch höflich formulieren, aber. Es ist ein Haufen Chaoten, um es irgendwie zusammenzufassen. Und nach einigen Geschehnissen, die ich am liebsten vergessen würde, und da denke ich an der Sache mit Ästhetik zurück. Gut. Weiß gleich, dass ich in der Gruppe bin. Ich habe aber die Stimme mehrmals gehört. Eigentlich weiß sie doch nur von mir gar und nicht. Dem toten Rainer. Ja. Und den anderen Toten. Ich habe nie meine Stimme gehört. Ich habe nie geredet in ihrer Anwesenheit. Ist ja egal. Du warst in der Nacht in meinem Zimmer. Glaubst du, sowas vergiss ich? Ja, ich habe nicht geredet. Man hat dich schreien gehört, dass ich die Rüstung nach dir geschmissen habe. Ach so, da kannst du mich natürlich, am Gestöhne kannst du mich wiedererkennen, oder was? Hallo, das ist Meta-Gameplay hier. Wer weiß, was ihr spielt. Meta-Gaming. Werdet, aber egal. Gott! Hört auf jetzt. Meta-Gaming. Ist ihr Charakter mit hot? Akustischer Hintermalung vielleicht noch. Orchester. So Bettrecken rascheln noch und anderes. Federn quietschen. Ah ne, die hatte ja Brandwunden überall, ne? Ist gut, jetzt! Jetzt weiter. Bin ich so der Narben-Fan. Egal. Ja. Eher der Erna-Fan. Ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall muss ich diesen Haufen wiederfinden und nein, jetzt kurz off-topic, ich hab echt den Namen von diesem einen Typen da vergessen, der mir da damals geholfen hat. Frederik. Mit G. G. Ja, das ist mit G, okay. Und ja, also ich wollte eigentlich in die Hauptstadt zurückschauen, eine um Frederik wiederzufinden. Er hat mir damals das Buch anvertraut und es ist zerstört worden und jetzt ist mal mein nächster Plan, ihn wiederzufinden, um zu fragen, was wir da als nächstes machen können, weil es scheint irgendwas Düsteres über die Lande zu ziehen. Was für ein Buch war das genau? Er meinte zu mir nur, ich sollte es mit meinem Leben schützen und ich habe dabei leider kläglich versagt. Und haben Sie in das Buch reingeguckt? Ich gucke ihn so an mit so hohen Augenbrauen. Oh, aber. Sie sind nur die Augenbrauen nach oben. Nein, okay. Ich gucke so seriously Blick an. Okay, warte. Ja, so, aus dem Konzept. Hat er nochmal irgendwie zu ihm gesprochen? Nein, er hat mich eben, weil wir ziemlich eilig hatten, mit dem Buch losgeschickt, weil es eben einen Zwischenfall gab. Und ich weiß aber nur, dass das Buch sehr wichtig war und jetzt ist es zerstört worden und nun gut, ich versuche das jetzt selbst noch teilweise noch herauszufinden, was das alles miteinander, wie das alles miteinander verknüpft ist. Ich versuche auch die Gruppe wiederzufinden. Ist die Frage, ob sie überhaupt noch leben? Er sagt, das ist gut. Und Respektativ. In dem Moment spürst du, dass dir ein spitze Gegenstand in den Hals gestochen wird. Und etwas mehr oder weniger. Etwas mehr oder weniger so. Ja, kann man kann schlecht sagen. Eine Spritze? So, nein, keine Spritze. Es ist halt. Ja, okay, vielleicht eine mittelalterliche Spritze. Es ist so ein ganz spitzer Stock. Also wirklich so. Wie nennt man das nochmal hier? So Bambus oder sowas. An einer Seite relativ angespitzt, so dass es halt gut in die Haut reingeht. Bambus. Und das ist so ein Ding. Ja, und das ist halt vorne zugespitzt und dort ist halt eine Flüssigkeit drin und das sticht er dir halt so in den Hals und du wirst sofort ausgenockt. Das ist so Schlafgiftmittelzeug. Warum immer ich? Warum? Ich hasse Nadeln. Warum immer wie viele,
scheiß Arschlöchern begegnet ihr eigentlich? Aber Sascha, du musst mal überlegen, was das für eine coole Nadel ist. Oder als Bambus aus Holz. Die hat so richtig Spreißel, wenn die da reingeht. Oh, du spast die halt Maul. Ja, auf jeden Fall sackt jetzt wahrscheinlich irgendwie so auf dem Karren zusammen. Ja, tust du. Am besten noch Kopfanschlag. Nein, das nicht. Sie sagt halt zusammen wohl. Er nimmt sie halt, schmeißt sie hinten auf den Karren einfach drauf. Gibt Gas, Alter. Und gibt Gas. Rico will sein. Das ist Mobbing. Nein, er gibt Gas mit den Zügeln. Das ist deine Zügel. Also, da warst du bei der netten Familie, weißt du nicht, aber... Ja, das ist doch Mobbing. Ihr werdet doch ständig nur verschleppt und vergiftet und niedergeschlagen und gespannt. By the way, einmal kurz off-topic. Typisch Adel. Undankbar wie sonst was. 3 Tage da auf dem Hof gewesen oder sowas. Kein Danke für die Gastfreundschaft. Okay, lass gehen. Das ist doch gar nicht wahr. Ich stimme da Sascha voll zu. Schön, und die haben ja mehrmals in der vorletzten Folge bedankt für das, dass sie mir helfen. Also ja, jetzt ist gut. Jetzt, also, wir gehen zurück zu unseren Helden, zu unserem guten Ludwig. Du bist in der Magiergilde. Du hast dich einfach random in die Eingangshalle geportet, wo halt der Aufruhr natürlich bekannt geworden ist, dass da irgendwie was abgeht. Und es sind halt wirklich viele Leute, die hier da gerade durch die Gegend wuseln. Und du tauchst halt mittendrin auf mit einem gefesselten, halbtoten... Okay, er ist nicht mehr gefesselt, er ist halt jetzt... Er sinkt neben dir so zusammen, weil die Ranken natürlich weg sind. Mit einem halbtoten Meister hier. Ja, Die Leute starren dich an. Alle. Ich seh schon auf der Ebene für dich keine kompetente Hilfe. ich teleportiere mich direkt zur, wie heißt die Lissandra. Chefin nochmal? Lissandra. Liliana. Auf die Ebene, wo die immer ist. Auf die Chefetage quasi. Du portest dich und... Mit Loot. Oh, okay. Ja, du portest dich mit Sturmfurion. Ja, mit deinem Meister halt portest du dich hoch. Und sie ist halt gerade dabei, hier Bücher zu studieren. Also sie hat halt den Rücken gerade zu dir gedreht und dadurch, dass er kein Geräusch macht, hat sie nicht bemerkt, dass du da bist. Sie spürt aber eine Präsenz und guckt so auf aus ihrem Buch. Natürlich nicht zu dir, aber halt zum Bücherregal. Meisterin Liliana, brauche sofort ihre Hilfe. Dreht sich um. Ludwig, was ist denn mit dem Arm? Wie heißt der nochmal? Was ist denn mit dem Arm Sulfurion passiert? Ich meine, wir haben mitgekriegt, dass ein alter Mann irgendwie randaliert hat auf dem Marktplatz und... Es war Sulfurion. Er ist von der dunklen Präsenz eingenommen worden. Warum hat er so eine große Platzwunde am Kopf? Reitet halt alle drauf rum. Wir mussten Maßnahmen ergreifen. Es hätte alles zerstört. Ja, was ist, wenn sein Hirn verletzt wurde und er nichts mehr weiß? Er hält einiges aus. Ich war doch damals mit dem im Krieg. Okay. Ja, ich lasse einen Heiler kommen. Sie macht so hier. Und plötzlich tippet sich ein neuer Typ rein hier. Sie saß gerade auf dem Klo so. Sie steht da mit runtergelassener Hose. Nein, es teleportiert sich Magier rein und kümmert sich direkt um ihn und hält ihm so die Hand auf die Wunde und die Wunde schließt sich langsam. Aber was jetzt erzählen Sie hier, Ludwig? Was ist genau passiert? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Ich habe nur mitgekriegt, dass er randaliert hat. Er hat gesagt, die Finsternis wird kommen, die Finsternis ist da und alles ist böse. Und als ich meine Hand auf seinen Kopf gelegt habe, um seinen Kopf einzudringen, habe ich gespürt, wie die Finsternis in mich eindringen wollte. Haben Sie nicht versucht, irgendwie mit ihm zu sprechen? Ich meine, Sie sind ein starker Magier. Ich meine, Sie können ja wohl die Finsternis von Sie abhalten. Sie haben die Finsternis bekämpft mit aller Macht. Das ist sehr lange her. Da war ich noch dabei. Aber ich wollte... nicht die Menschen in der Stadt in Gefahr bringen, falls das schief geht. Also wollte ich lieber kompetente Hilfe dabei haben. Das war eine sehr smarte Entscheidung, werter Ludwig. So. Das ist sehr smart. Sehr smart von mir. Und wir haben ihn nur niedergeschlagen, damit er keine Scheiße baut auf dem Weg hierher. Ah, okay. Okay, und dass er den magischen zerstört. Gut, dann werden wir ihn jetzt mal kurz heilen und versuchen, hier vielleicht zu ihm Kontakt aufzunehmen. Ich meine, er ist ihr Meister, sie sollten das am besten machen. Gut, solange ich Unterstützung habe von außen, falls was schief geht. Ja, was heißt die Unterstützung von außen? Ja, Sie sind in meinem Büro. Von Ihnen Unterstützung? Ja, natürlich. Ich setze mich neben Sulfurion, so im Schneidersitz. So. Okay, du setzt dich daneben. Und hängt meine Hände auf seinen Kopf, beide Hände so. Und schließt die Augen dabei. Okay. Will in seinen Kopf eindringen. Du dringst in seinen Kopf ein. Ich sehe nur, wer war überall nur so verschmierte Uhren. So bling.
Nee, du siehst, Elfin tanzen da rum. Du siehst eine ganz große, weite Wiese. Ich guck mich Und darauf steht Sulfurion als einzelne Person. Aber da, genauso wie er jetzt momentan ist. Okay, er stirbt. Aber er wird ja gerade geheilt. Er stirbt. Er ist tot. Geh zu ihm hin. Trotzdem. Er steht hier. Ja, du gehst zu ihm hin. Okay. Meister! Meister, ist alles okay mit ihm? Er guckt dich an, so dreht seinen Kopf so einmal so um 90 Grad dreht er seinen Kopf und guckt dich an mit lilanen Augen. Moment, dreht er seinen Kopf so rum? Oder dreht er seinen Kopf einmal um? Er dreht seinen Kopf einmal, also dass das hier unten ist. Ja, okay. Das sind dann aber 180 Grad, du. Ja, 180 Grad, sorry. Ja gut, 90, ich meine, das ist ungefähr 90. Ja, nee, ja, okay, ja, sagen wir 180 einfach direkt. Ja, damit auch so zu viel vormachen. Das Kind gebrochen. ja, gut, das ist ja ein Traum, also sein Kopf, da wundert mich das gar nicht. Meister! Geht es Ihnen gut? Er schaut dich an und sagt: Ludwig! Mit K! Mit G! Ich bin bei Ihnen, was ist passiert? Ludwig G! Musst mir sagen, was passiert ist, bevor ich gehen kann. Das Böse. Das habe ich mitgekriegt. Ist die dunkle Brut zurück? Sind da überall. Und du hast mich in den Tod geschickt, du Wichser. Nein. Sie sind überall. Wo sind sie? Bitte sagen sie es mir. Überall. Er sagt, überall. Sie sind in mir. Und dreht seinen Kopf nochmal komplett einmal rundherum. Und aus seinem Körper strömen plötzlich so zwei schwarz-lilane Klauen halt, die ihn packen und ihn selber erwürgen. Meister! Und tot. Ja! Und dem Moment werde ich aus dem Traum gerissen, weil er tot ist. Ja, richtig, weil er stirbt. Und dann so, wow. Sag ich doch. Und ich bin so nach hinten so. Ludwig, was ist passiert? Die Finsternis ist zurück. Der kleine. Die dunkle Brut ist überall. Nix kann ich, weißt du, aber der übelste Pro-Magier One-Hit. der kleine Magier, der Magier, der ihn halt gerade geheilt hat, ist auch zurückgewichen. Seine Hand fängt an zu zerbröckeln. Also wirklich, als ob er zu Sand gehen würde und läuft halt einfach so runter. Aber sehr schnell in Analyse. Geht dieses Zerbröckeln weiter über den ganzen Körper oder bleibt es bei der Hand? Das weißt du ja nicht. Es geht auf jeden Fall gerade so, seine Finger zerbröckeln einfach nach hinten Richtung Arm. Die Frage, Hand packen oder nicht? Wir müssen was gegen seine Hand machen. Er hält seinen Arm so und schreit so, ah, mein Arm. Heilen Sie dagegen, wir hacken ihn ab. Ich bin kein Heiler, sagt die. Achso, ich so, ah. Ja, der soll sich selber heilen. Kann ich nicht, ich bin Er soll es aufhalten. Ich bin für andere Heilung nur zuständig. Ich kann mich nicht selber heilen. Und er schreit. Holt sie jemanden her, der eine Axt hat. Eine Magiergilde. Steht auf einmal so ein Holzfäller da. Hallo! Ja, Maßnahmen müssen ergriffen werden. Hier gibt's keine scharfen Waffen mit der scheiß Magiergilde. Liliana schreitet ein und portet schlägt mich, ihm ich einfach hab ein Schwert. Mit der flachen Hand einfach zack den Arm ab. Lol. Und Blut. Aber gleich nicht ganz anstatt nur das Stück wurscht. Nee, hier der ganze Arm. Die falsche Hand. An der Schulter. Den falschen Arm. Der schlägt dann einfach Scheiße, direkt, ich hab schlägt dann einfach mal, direkt den kompletten Arm ab. Einfach zack. Arm abgeschnitten. Safety first, muss ich sagen. Und dann in dem Zeitpunkt fängt es an, seine Schulter zu bröseln. Mach. Achso, das geht einfach weiter jetzt. Ja. Na gut, dann aber es geht langsam hoch zu seinem Hals und er fängt an zu schreien und er stürzt sich auf dich, Ludwig, und schreit, mach was! Schlecht gelaufen, Ludwig. Ich versuche mit meiner Naturmagie irgendwie das aufzuhalten. Durch mein Wissen gegen die Finsternis. Versuche ich die Finsternis aufzuhalten mit meiner Magie. Mit allem, was ich habe. Du versuchst und all deine Mana-Punkte verschwinden und es passiert einfach gar nichts. Ja, ich hab ihm wenigstens versucht zu helfen. Ich hätte ihn K.O. gemacht. Ein Out of Mana, wow. Gewalt, Lösung für alles. Fuck, das Liliana, Liliana packt dich an der Robe und zieht dich weg, dass es nicht auf dich überspringen kann. Okay, finde ich nett von ihr. Ich bin ein Fliegengewicht mit meinen 2,10 Meter. Ja. Sagst du, Ludwig, wir müssen hier weg. Wir müssen schnell alle Leute hier warten in der Stadt. Wir müssen hier sofort die ganze Stadt evakuieren. Das ist unsere Aufgabe als Magiergilde.
Sie sind hiermit verantwortlich für die Evakuierung. Sie müssen sich hier auskennen. Sie wissen ja, wie es damals im Krieg war. Damals, als die böse Brut zum ersten Mal gekommen ist. Sie haben gedient. Dunkle böse Brut. Die ist nämlich sehr böse und dunkel. Also machen Sie was draus. Und sie sagt, ich rufe den Rat ein und werde mit Ihnen hier diskutieren, was wir weitermachen werden. Und ist sie weg und du stehst alleine in diesem Raum mit einem Häufchen Staub inzwischen und einem toten Meister von dir. Kletter ihn! Das ist voll dramatisch, das ist nur mal, spannend. Ich will tatsächlich aber erstmal gucken, ob Sufurion irgendwas an sich hat. Er hat einen Lederschutz an. Was Hinweise geben kann, was mit ihm passiert ist. Ob er irgendwo was. Über seinen Körper, also dort, wo sich halt in seinem Traum diese zwei Arme aus seinem Körper rausgedrückt haben, ist halt einfach sein Körper aufgeplatzt, als ob die halt wirklich sich rausgedrückt haben und ihn erwürgt hätten. Das ist schon ekelhaft. Wo fängt man am besten mit der Evakuierung an? Im Marktplatz, wo die meisten Menschen sind. Ich mach bam und geh wieder zurück. Sind die nicht alle abgehauen von da? Ja, aber die sind ja irgendwie mehr so zurückgewichen. Die sind abgehauen komplett. Während das Ganze passiert ist und bevor Storm sich natürlich teleportiert, seid ihr wieder dran, liebe Leute. Und zwar seid ihr immer noch auf dem Marktplatz und wollt ja, also der gute Robert hat euch ja das Angebot gerade eben gemacht, von wegen, dass er euch zum Magiergilde führt. Und Aesthetic hat ja, also Loom hat gesagt, er möchte zum Schmied. Bin schon losgelaufen. Nein, du bist nur nicht. Ja, du hast gesagt, ich will jetzt zum Schmied. Aber du losgelaufen bist. Und hab gesagt, und lauf los. Okay, dann läufst du jetzt los. Was machst du? Tyral. Oh, jetzt schon langsam wird's was. Telefon! Oh. Die Tür. Ich kenne Robert ja einfach nicht, von daher habe ich ja schon eben gerade erwähnt gehabt, dass ich den Weg selbst zur Magiergilde finde. Von daher lehne ich das Angebot dankend ab, will mich abwenden und Loom verfolgen. Oder Loom folgen, nicht verfolgen. Robert, bist du gerade noch da, oder? Ja, ich bin da. Okay, ja, alle gehen einfach von dir weg. Du möchtest dich dem Helden anschließen, aber nur dem Helden. Natürlich. Er ist ja ein paar Schritte, sage ich mal, vorgelaufen. Ich laufe ihm hinterher, laufe neben ihm und frag natürlich den heldenhaften Loom: Darf ich mich deiner Gruppe anschließen? Ich möchte gerne an deinen Heldentaten beteiligt sein. Loom, du fühlst dich geschmeichelt. Wollte gerade sagen, fühle ich mich heroisch ergriffen. Alter, fühlt sich richtig hart heroisch ergriffen. Ist er nicht noch intelligent? Doch, aber, natürlich, aber durch das Pulver. Durch das Buch. Charisma. Durch das Pulver boostet sich deine heldenhafte, dass du dich selber heldenhaft fühlst, um einiges mehr. Ich habe ja auch einen riesen Charisma-Wert, also sehen mich auch alle Leute gefühlt so. Du hast vor allen Dingen auch noch ein riesen Ego zusätzlich. Das stimmt. Es kommt dem Ganzen zugute. Ja. Ich glaube, ich muss gerade Pulver. Das ist auch recht hoch, muss ich sagen. Ja, ich sag, natürlich, es ist die beste Idee, nur vom Besten zu lernen. Und nehme, fasse ihn quasi so an der Schulter und sage, ich führe dich in unseren kleinen Zirkel an Helden herein. Quasi. Hab ihn damit nur so auf die Schulter und wir laufen natürlich währenddessen weiter. Tyral. Er hat eigentlich gerade noch nach mir geschlagen, das ist egal. Ich hab dich nicht geschlagen, ich hab dich zweimal verfehlt. Bin cool ausgewichen. Tyral, du. Ja. Soll er mit dem Fremden machen, was er will, interessiert mich nicht. Ich will meinen Meister wiederfinden. Und ich denke, das Cleverste ist trotzdem, dass wir die Gruppe erstmal zusammenhalten. Von daher gehe ich auch einfach unberührt neben weiter. Ja. Okay, also ihr geht in Richtung des Schmiedes. Geil. Scheint so, jetzt, ja. Es kommt beim Schmied an. Ist da jemand? Nein. Sind die nur alle hin? Der Held will einen Schmied ausnehmen. Also, Alter, ich habe bezahlt dafür. Ich habe bezahlt, die Ware heute abzuholen. Der Typ ist nicht da. Ja? Ich würde gerne auch was klauen. Wir gucken uns mal um, was finden wir? Sehe ich vor allen Dingen meine Dolche irgendwo in diesem Ding liegen? Ja, du findest deine Dolche. Die kann ich schon mal an mich nehmen. Hat er einen Stab, wo verziert ist mit Metall oder verstärkt? Oder ein Metallstab generell? Nö.
Also er hat Metallstäbe irgendwie, wo er es fürs Schmieden braucht oder sowas, aber jetzt nicht direkt Metallstab also, an sich einfach nur. Okay. Oder Tonfass oder sowas? Nein. Wir sind hier nicht in Asien, ey. Ja, stimmt. Aesthetic, also Loom, deine Dolche sind halt fertig und liegen auf der Auslage. Geil. Ja, die jeder nehmen können. Ich bin am überlegen, ob ich ihm Geld da lasse. Du bist klug und denkst, du brauchst das Geld selber. Darf ich das Aesthetike? Alles gut. Ich noch eine Schwertscheide zufällig. Am besten eine, wo nicht sein Wappen drauf ist, vom Schmied. Die haben alle die Wappen drauf. Auch deine Dolche haben das sein Wappen drauf. Fuck, ey. Ich würde ein Schwert nehmen, auch wenn es Wappen drauf ist. Okay, du steckst das Schwert ein. Also du packst es halt dir an den Gürtel. Ja, dann nicht. Dann okay. Lasse ich das und... sollen wir uns jetzt bedienen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, also ich sag's ganz einfach, wenn du die Deutsche nicht nimmst. Ja, das sind meine. Die Deutsche sind ja seine. Das sind ja meine, die hab ich ja bezahlt. Ach so. Nee, du hast sie noch nicht bezahlt. Noch nicht bezahlt, ja, aber sie stehen mir zu. ich würde sagen, okay, ja, so, ich sag, bin fertig. Vielleicht bedient euch, scheint keiner hier zu sein. Ich will jetzt zur Magiergilde. Ja, okay. Also wollt ihr noch irgendwas mitnehmen? Rüstung oder so, gibt es bestimmt auch. Ich wende mich kopfschüttelnd ab und gehe langsam weiter. Es sind weiter. Meine Dolche. Du findest das Ganze sehr verwerflich. Durchaus. Ja, hast du die jetzt angesteckt? Ja, natürlich. Als langjähriger Dolche. Bewohner der Stadt kann ich das nicht gutheißen. Deswegen. Ich habe sie bezahlt. Ja, du ist ja in Ordnung. Meinetwegen ist in Ordnung. Ich habe sie überhaupt nicht bezahlt. Ja. Ich glaube, ich hatte es am Rande mitbekommen, dass bestimmt im Saufgelager hat er irgendwann mal erwähnt, dass er beim Schmied die Dolche gekauft hat. Das akzeptiere ich, aber der Brobert da, der gerade eben dazugekommen ist, der sich da einfach das Schwert mitnimmt, das ist die Geschichte erzählt. Dass sein Meister einfach Kräuter klauen wollte. Mir ist es einfach scheißegal, was du denkst, weil der Held ist, ja, du bist ja für mich richtig. Nichts, also. Richtig, vollkommen richtig. Genau. Komm, wir werden gute Freunde, ey. Wenn du willst, lauf zwei Hände. Schmied, dann hau ich dir hinterrücks auf den Kopf. Okay, das ihr habt also das geblutet und ich hab noch los. Bimbo. Ist gut. Ihr geht jetzt weiter zur Magiergilde. Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Also wir gehen mal raus aus dem Spiel. Vielleicht ist der Typ da oben ja schon da. Aber ja, ich denke... Ludwig tippet sich zu dem Zeitpunkt auf den Marktplatz. Okay. Wir sehen ihn natürlich. Nein, seht ihr nicht. Nö, ihr seid beim Schmied. Schmied ist ja nicht beim Marktplatz. Ja, wenn wir rausgehen, dachte ich. Nein, seht ihr nicht. Ihr seid ja beim Schmied. Ist er so weit weg? Okay. Er war schon ein Stückchen weit weg. Menschen... Wahrscheinlich nicht, sind alle weg, ne? Alle weg. Findet wo sind die hin? Okay. Aus der Stadt gerannt. Ich hab mir Gedanken gemacht, aber dafür brauche ich Mana. Blöd. Das ist gar keine so dumme Idee. Du, hörst du mich? Ja, nein. Da gab es so ein zerstörter Tränkestand oder sowas war da doch, ne? Ja, da, wo so früher drauf stand. Der Trankwagen, nicht der Tränke. Der Trankwagen, ja. Der hat nur einen Trank. Ja, ich würde gern gucken, ob der Mana-Tränke hat. Der hat tatsächlich Mana-Tränke. Ich will so viele trinken, dass ich wieder Full-Mana bin. Wenn es noch so viele da sind. Nebenwirkung incoming. Okay, du würfelst für mich. Okay. Da ist der gute Ludwig. Du würfelst für mich jetzt auf... lass mich hier gucken. Ich tue das im Namen der Stadt. Um die natürlich. Ah, du bist beauftragt, die Stadt ja zu retten. Ja, du würfelst für mich dreimal auf Intelligenz erstmal. Das sollte nicht so schwer sein. Ja, das sollte echt nicht so schwer sein. Das sag ich beim Ausweichen auch jedes Mal. Okay, ja, du siehst also, dass die Tränke ein wenig verfeinert wurden und mit einem etwas rauschgiftähnlichen Zeug versetzt wurden. Also das halt süchtig macht. Ich bin also jetzt süchtig nach Mana. Also nein, du hast ja noch nicht. Du erkennst es nur am Geruch. Es ist die Coca-Cola des Mittelalters. Aber ich muss, um die Stadt zu retten. Alter, du willst. Okay, ja gut, dann trinkst du jetzt. Nee. Du würfelst jetzt mal bitte, wie viele Mana-Tränke. Du brauchst einfach ein W6. Oh, nimm doch einfach die Kräuter. Wow. 4. Okay. Yo, du schreibst jetzt einen neuen Nachteil auf, den du bekommst. Abhängig. Alter, Mana-Süchtiger bist du jetzt aus Dings. Suruma oder so. Du wirst halt Mana-süchtig und brauchst mindestens einmal am Tag entweder einen Mana-Trank oder jemanden, dem du Mana entnehmen kannst. Lol. Hast du Gestarial dabei?
Die laufende Mana-Bank. Ich hab doch gesagt, du wirst wichtig. Und jetzt dafür habe ich jetzt Mana wieder. Ja, du hast dich komplett voll aufgefüllt. Du bist jetzt wieder auf 35. Hast du dir den Nachteil aufgeschrieben? Ja, ja. Ich habe jetzt 7 Nachteile. Mana addicted bist du. Ich stell mir gerade vor, wie er nachts den im Schlaf versucht auszusagen. Ich leg mich einfach instant mit Bromad an, dass ich sterbe. Alter Mann, so über ihm. Jetzt, da ich wieder meine Naturverbundenheit und alles einsetzen kann, was echt instant mit Magie zu tun hat, versuche ich mal zu erspüren, wo denn alle Menschen sind. Du spürst gar nichts in deiner Nähe. Null. Also auch in der ganzen Stadt? In deiner Nähe. Okay, dann geht ja nicht weit. Ich tippe mich mal so Stück für Stück durch die Stadt. Flip, flip. Jetzt geht's zwei Sekunden. Wo willst du dich zuerst hin teleportieren? In ein Haus, auf die Straße. Zu dieser Gladiator-Arena da. Okay. Weil da sind Leute, die rein ich kenn. Oder? Nee, davor. Ich kann dir okay, da du stehst davor. Und dies spür ich niemand momentan. Und spüre ich auch niemanden? Du spürst doch niemanden. Also, doch, du spürst. Du spürst niemanden. Das reicht nicht so weit. Sind die Menschen? Na gut, dann ich gehe halt mal rein. Vielleicht funktioniert mein Spürsinn bei Menschen nicht. Okay, du findest überall auf dem Boden Häufchen Staubs. Staubdinger. So Staubhäufen. Okay. Scheiße. Es ist fast zu spät. Ich gehe raus. Und. Oh Gott, ich tippe mich einfach mal in ein random Haus rein. Findest du zwei Staubhäufen, die direkt nebeneinander liegen? Im Bett hoffentlich so. Nee. Naja. Auf dem Fußboden. Okay. Ich muss meine Freunde finden. Das ist in allerhöchster Gefahr. Die Stadt ist tot. Ich tippe mich zurück zum AGGL. Du hast ja die ganze Stadt durchsucht, muss ich ja sagen. Ich habe jetzt die Gladiator-Gilde und irgendein random Haus durchsucht, wo zwei Stäubchen stehen. Warum sind die nicht in diesem random Haus? Nein, ich wollte nur sicher gehen. 5000 Häuser in dieser Stadt, warum nicht in diesem? Zurück vor die Magier-Gilde. Vor die Magier-Gilde? Da ist auch niemand. Alle tot? Ja. Aber schneller. Dein Mana ist da leer. Das TP geht über seinen Stein, den er hat. Betrete ich einfach mal die Magiergilde und gucke, ob da jemand, statt drin noch jemanden spüre und sehe. Du findest vorne in der Eingangshalle findest du wirklich tausende Häufchen Stäubs. Staubhäufchen. Also tot. Langsam habe ich Angst um mein Leben, muss ich zugeben. Ja. Das sieht nicht gut aus. Es gibt nur noch eigentlich eine Instanz, die wichtig ist. Zwei Instanzen, die wichtig sind. Einmal meine Freunde. Und Schlimmer. Eigentlich einmal der König. Das sind die zwei wichtigen Sachen, die eigentlich wichtig sind für das Überleben der Menschen eigentlich. Also meine Freunde eigentlich sind nicht wichtig fürs Überleben der Menschen. Ich hätte auch nichts gegen den neuen König, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir kennen den ja im Prinzip nicht. Ich weiß nicht, ob ich den kenne. King naja, Stormblade. Ich sehe nur zu, wie er zerbröckelt so. In seine Krone. Naja, ich gehe auch wieder raus aus der Magiergilde. Und. Naja, ich spüre ja niemanden, auch nicht meine Freunde, ne? Nö. Naja, und dann denke ich. LOL, ich weiß es! Ist cool. Coole Idee, Scroll. Eine Idee. Ich hab's in deinen Augen gesehen, ist. Er hat ja auch genug gesagt, coole Idee, Scroll. Ja, aber das hat man gesehen in den Augen. Ja, ja. Ich bin gut darin, Ideen aus den Augen anderer Menschen zu lesen. Deswegen meine bist du Single. Ich sehe denen in den Augen, die wollen mich nicht. War gut. Ich vermute, dass. Das ist nicht schwer. Ich sag meine Vermutung jetzt einfach mal nicht. Ich laufe jetzt einfach mal die Straße entlang. Wieder die einzige Straße, die halt da wegführt, die große Straße. Richtung Haupteingang da. Und versuche halt zu erspüren und zu sehen und zu gucken, aber es findet ja keinen. Ja, nein, ich meine gesagt. Auch nicht meine Freunde, die mir entgegenkommen. Der ist einfach seit 30 Minuten sich aber rumteleportiert und wir stehen immer noch in der Schule. Ich habe ja auch lange nichts gesehen. Naja, 30 Minuten, er tippt sich ja direkt dann. Er guckt sich um und tippt sich dann. Also Leute, ich hätte dann mal gesagt, wie es weitergeht. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Rico wird vielleicht nächstes Mal wieder wach werden. Die hat jetzt sehr, sehr viel hier gemacht in dieser Session. Dafür wird sie nächstes Mal ein bisschen
mehr machen, hoffentlich. Ja, und ich bedanke mich recht herzlich natürlich an meine Mitspieler. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und guckt auch bei denen auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Dürülü. Ciao, ciao. Wiedersehen. Tschüss.